Jetzt die Auslösung des Gewinners der Taschenlampe. Und da haben wir. Ey, der Sauerkrautmann! Mahlzeit und Gratulation! Einen wunderschönen guten Moin. Heute steht was ganz Besonderes auf dem Plan, nämlich dieses Paket. Ja, die Adresse wird wahrscheinlich ja, so ziemlich jeder von euch kennen. Das ist eigentlich die Adresse, wo ich immer Sachen hinschicke. Sowas wie zum Beispiel Astschere. Entweder der Ast oder der Schaft. Es ist Geburtstag. Kaputte Bons. Don't handle with care. Bitte werfen. Enthält kein Glas. Okay, hier haben wir die alte Blumenvase von Harald Schnittlaus, die bereits völlig zerbrochen ist. Oder Abzweigdosendeckel. Was die bei Amazon sich auch denken müssen. Dieses, na, wir haben schon wieder keine Abzweigdosendeckel, dann bestellen wir mal 300 nach und dann einfach ist es am nächsten Tag wieder alle. Dank dir kann ich nachts wieder schlafen. Von der Sauerkrautmann. Aber heute haben wir mal vom Absender was gekriegt, beziehungsweise von dem Inhaber von der Adresse. Und das gucken wir uns heute mal an. So, aber jetzt mal hierzu. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Mal schauen. Ah, das ist wahrscheinlich die so eine Halterung, ist an den Gürtel vielleicht dran zu machen oder so. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen, weil ich wollte eigentlich an dem Gewinnspiel überhaupt nicht teilnehmen. Ich habe einfach nur Kommentar geschrieben, ihm gratuliert zu seine 400.000. Das ist das gute Stück. Eine Imalent MS06 taktische Taschenlampe wahrscheinlich für Suche oder Rettung. Okay. Ich glaube, warum hier jeder ist. Jeder will sehen, was hier noch dabei ist. Ne? Nee, also ich habe ja eigentlich. Gut, hier ist nichts drin, außer ein bisschen Humid. Das ist ein schönes Armband. Das bringt mir jetzt aber relativ wenig. Gut, danke. Aber worauf jetzt bestimmt jeder gespannt ist, ist, wie hell das Teil ist. Und dazu würde ich mal sagen, geh mal am besten ins Freie, aber ich habe keinen Bock ins Freie zu gehen, deswegen machen wir das hier und machen das Licht aus. Das. Ich habe genau gewusst, dass das passiert. Dann würde ich mich recht herzlich nochmal bei Max bedanken für die Möglichkeit, diese wunderbare Lampe zu gewinnen. Damit wird wahrscheinlich nur Scheiße passieren. Und ich gratuliere auch den anderen zwei Gewinner des Gewinnspiels. Wer das war, weiß ich leider nicht. Das wollte ich eigentlich noch nachgucken, da war ich jetzt aber zu faul dafür. Ein Sau-Gottel, ein Sau-Gottel, ein AG, ein 6 Maschine, ein Sau-Gottel, 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 ein Sau-Gottel